Hallo, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Das Schwarze Auge Memoria. Wir gehen jetzt mal nach draußen, weil wir haben jetzt eine Karaffe voll Wein, Rotwein. Was ist denn, wenn wir das jetzt Giacomo geben? Sollen wir es schon mit Giacomo geben oder was sagt er dann? Ich weiß nicht. Ich danke dir, Geron. Nicht nötig. Bis später. Laden, bitte mal. Ich gehe nochmal schnell zurück. War das doch nicht das? Ich habe gedacht, die Flüssigkeit ist das, dass der uns, der eine Typ, das verhärten kann. Dann können wir da einen Rubin machen. Naja, wir gucken mal. Aber ich glaube nicht, dass wenn jemand den Fehler macht und es den Giacomo gibt, dass man dann es nicht wieder machen kann. Komisch. Soll dir gleich eine ganze Karaffe voll Wein verhärten? Das klingt nicht sehr elegant. Okay. Dann habe ich vielleicht eine andere Idee. Warte mal. Mir fällt da gerade vielleicht was ein. Was ist denn, wenn wir dieses Ding nochmal Das reparieren? bringt nichts. Was? Nicht damit. Das da. Jetzt funktioniert es. Das Ganze war eine hässliche Glasschatulle. Auf dem Deckel ist eine Aussparung, als wenn ein einzelnes Teil noch fehlt. Kann man nicht einfach ein bisschen Wein in die Aussparung tropfen lassen und das Ding dann verhärten? Ich weiß nicht. Probieren wir mal aus. Die Aussparung auf dem Deckel ist nun voll mit Rotwein. Sehr gut, habe ich mir noch gedacht. Und dann können wir dir. Ich danke dir, Geron. Nicht nötig. Ich habe sicherheitshalber nochmal neu geladen, einfach nur, um zu gucken, ob das damit wirklich nicht geht. Aber wir brauchen wirklich nur einen kleinen Tropfen. So. Dann geht's weiter zum Akademiehof und dann geht's rein in die Akademie nach oben. Ich würde aber gerne mal das Gesicht sehen oder halt mal sehen, wie der aussieht und so. Ob der. Es ist wahrscheinlich so ein Junge, oder? Er wird so alt sein wie wir. Es ist, glaube ich, auch noch ein Lehrling, oder? Novize, ich weiß es nicht. Ein Lehrling. So, mach uns das mal bitte. Weiches erstarre, fließendes verharre. Ein frisch gepresster Rubin für meinen neuen besten Freund. Ich empfehle dir, was auch immer du damit planst, beeile dich. Die Wirkung wird nicht lange halten. Dankeschön. Das sagst du mir jetzt? Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Falscher Rubin haben wir jetzt. Und was ist mit dem anderen? Mit dem. Hä? Was mit der Glasschatulle passiert? Ich habe gedacht, das wäre. Keine Das ist das letzte Mal, aber. Na, ich drück mal falsch und das haben wir schon alles angehört. Also. Dann gehe ich mal zurück zu Brüder. Dann haben wir alles. Alle drei Sachen, alle drei Aufgaben, die wir beschaffen sollten oder machen sollten, haben wir abgeschlossen. Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt einen Dämon fangen können. So, in den Wald. Und dann haben wir hier die letzte Sache, die wir beschaffen sollen. Geben wir Preda. Da alles darauf hindeutet, dass unser Angreifer Rubine mag, hier. Ich weiß, wie der entstanden ist. Die Theorie mit dem Rubin ist etwas weit hergeholt, aber was Besseres fällt mir auch nicht ein. Du musst dich weiter wegstellen. Ich bereite jetzt den Bannkreis vor. Wie weit ist es noch? Was? Was ist? Ich dachte, du hast was gesagt. Nein. Leider kann ich nur die Rahmenbedingungen schaffen. Den richtigen Zauber weiß ich erst, wenn ich das Vieh sehe. Mich wundert, dass der Mob nicht vor dem Zelt davongelaufen ist. Wahrscheinlich ist der Angreifer aus dem Wald gekommen. Nach Dragonia. Wie weit ist es noch?
Jetzt habe ich es auch gehört. Ich werde auf einmal so müde. Bei den Göttern, Geron. Der Baum. Er war die ganze Zeit hier. Was willst du? Ich habe Hunger. Ich muss essen. Wenn ich verhungere, bevor die Masse Draconia erreicht, siehst du keinen einzigen Schilling. Verstehst du, was ich sage? Ich bin ein Kind der Stadt. Ich kenne mich hier nicht aus. Es sind noch viele Meilen bis nach Draconia. Und wir haben gerade erst begonnen, den Berg zu erklimmen. Ich muss essen. Gib mir Silber. Silber? Die Silberschale aus der Grabkammer. Gib sie mir. Prinzessin, er scheint euch einen Tausch anzubieten. Wollt ihr euch wirklich darauf einlassen? Ach, ich darf wieder spielen. Okay. Ah, jetzt war der Dämon, das war aber nicht der Baum, oder? Weil Breda oder Brüder die ganze Zeit, weil sie gerade noch gesagt hat, jetzt verstehe ich, er war die ganze Zeit hier. Oder hat sie nur gesagt, er war die ganze Zeit hier, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube nicht, dass der Dämon der Baum war, oder? Ich weiß es nicht. Naja, wir spielen jetzt auch wieder, auf jeden Fall wieder Satya, die Anhöhe hoch. Und wir haben jetzt noch ein paar Minuten für diese Folge. Und das ist dann auch die letzte Folge, die ich in dieser Aufnahme machen werde. Also können wir es ja eigentlich schaffen, vielleicht, uns hier alles nochmal anzugucken. Und ich fange einfach gleich mal an. Um das Holz habe ich mich gekümmert. Rachban rührt schon seit Fasar keinen Finger mehr. Asafsha. Ich schätze, das Geschäft ist geplatzt. Ich bin nicht auf ihn angewiesen. Ich kann mir selbst etwas fangen. Wie kommt es, dass du auf einmal widersprichst? Seit wir die Höhlen verlassen haben, warst du stumm. Ich hatte Angst. Angst? Ja, ich habe Jahrtausende in einem dunklen, aber sicheren Loch gehaust. Ich weiß nicht, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich gehe und wie das alles enden soll. Zudem bin ich an eine grimmige Frau gebunden, die einen vermutlich dämonischen Stab auf ihrem Rücken trägt. Natürlich habe ich Angst. Lacht nicht. Immer wenn ich glaube, euch durchschaut zu haben, lacht ihr wieder wie eine ganz normale Frau. Sogar euer Magenknurren ist das einer Normalsterblichen. Es wird höchste Zeit, dass ich esse. Was denn? Euer Führer hat euch in der Hand. Er weiß, dass ihr in dieser Wildnis ohne ihn sofort verloren werdet. Abwarten. Ich habe hinter dem Baum den Bau eines Tieres gesehen. Und was auch immer dort lebt. Ich werde es fangen. Und ich werde es essen. Warte mal, kann es eigentlich sein, dass Satya später der Dämon wird? Der hat auch so einen Stab auf dem Rücken und der Baum war es dann auch so? Ich weiß es nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Das Fell. Es ist noch morgen und er hat sich schon für die Nacht eingerichtet. So werden wir Draconia nie erreichen. Darin war das Fell eingewickelt. Okay, nehmen wir alles mal mit. Sieht so aus, als werden wir uns später, früher oder später noch einen Bogen bauen, weil wir auch ein Tier zu erjagen haben. Solche Blumen habe ich noch nie gesehen. Können wir die mitnehmen? Hier wäre genug Platz für eine Falle. Aber ich mache das lieber anders, sagt sie nicht mehr. Solche Blumen habe ich noch nie gesehen. Das Gebüsch. Ich könnte mich dahinter verstecken. Aber nicht ohne Grund. Irgendein Busch. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin ein Kind der Stadt. Wenn wir eine Falle hinstellen können, können wir uns da hinten ja verstecken. Okay, ein Stock. Ich hoffe, er fängt nicht an zu sprechen, wenn ich ihn berühre. Keine Sorge. Ich werde für immer der einzige sprechende Stab in eurem Leben bleiben, Charizard. Juhu. Ein flacher Stein. Der Baum ist durch den Stein gewachsen. Können wir auch mitnehmen? Nee, er ist mitnehmen. So schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Warte mal, was können wir nochmal hier mitmachen? Aktivieren, deaktivieren. Licht oder so, ne? Licht aktivieren, deaktivieren. Warte mal, was haben wir dabei? Wir haben
Den Rubin dabei? Kann es sein, dass dieser Dämon auch darum Rubine jagt, also Satya später Rubine jagt, weil sie vielleicht ihren Rubin verliert? Und darum sucht sie nach jedem Rubin? Ist nur eine Theorie, könnte aber sein von mir. Ist eine Theorie von mir. So, noch ein Loch. Ein Tier hat sich einen Teil der alten Ruinen angeeignet. Komm raus, kleines Tier. Ich muss dich essen. Ihr seid so gut mit Worten, Charizard. Ich lüge nur, wenn ich muss. So, ich gucke mal schnell beim Questlog nach. Findet etwas zu essen. Okay, dann weiß ich ja nächste Aufnahme Bescheid, was ich machen muss. Und dann weiß ich hoffentlich noch. Ich versuche mal zu merken, dass ich hier die Anhöhe hoch, dass ich da noch nicht lang gegangen bin. Also, ich höre jetzt auf mit dieser Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir haben eigentlich recht viel geschafft, denke ich mal. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Aufnahme, nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.